Kreativland. Ja, was soll ich sagen? Ich war ein paar Tage außer Gefecht. Deshalb habe ich mein Bastelvideo noch nicht zu Ende gedreht. Also ich habe schon angefangen. Und zwar geht es ja um diese Boxen, die ihr so toll fand. Und also die zeige ich euch im anderen Video. Heute habe ich ein Kooperationsvideo mal wieder für euch, und zwar mit www.newcraftday.com. Die Bestellung habe ich gestern abgeholt, und was da drin ist, das würde ich euch gerne zeigen. So, wir fangen mal an mit meinen Lieblingsteilchen. Sorry, musste mal eben eine Schere holen. Ihr wisst ja, ich liebe Gnome. Und da habe ich mir Schlüsselanhänger bestellt. Und zwar sind das diese süßen Teilchen hier. Ich lege mal immer so ein bisschen ein Tütchen darunter. Ich hoffe, das kann man dann besser sehen. Einmal so niedlich mit dem Blümchen, Mädel. Dann haben wir einen etwas größeren. Die kleben jetzt oben drauf sehr. Und die sind es wieder von beiden Seiten. Finde ich natürlich mega. Hatte ich einmal von Mickey Mouse. Das finde ich richtig toll, dass man die, also dann können die sich an der Tasche oder wo auch immer, die man hinhängt, drehen, wie sie will. Und man hat da wieder ein Mädel. Richtig toll. Und noch mal ein Mädel. Also das war schon mal Set Nummer 1. Wie gesagt, finde ich richtig toll, dass das von beiden Seiten ist. Wie gesagt, schaut gerne mal auf die Seite. Dann habe ich mir noch mal Gnome ausgesucht. Es gab so viele. Ich konnte mich natürlich wieder nicht entscheiden, welche ich mir aussuchen soll. Naja, da habe ich die. Die sind nur einseitig. Ach, da ist ein Stern. Boah, die kleben aber richtig zusammen. Dann haben wir hier ein Törtchen. Ich mache mal so. Kleine Torte. Dann haben wir hier, da kann man schwer erkennen, vielleicht wenn es fertig ist, sieht aus vielleicht wie eine Tasche rum. Dann haben wir hier Hütchen, kann auch ein Kuchen sein, ein bisschen größer. Dann haben wir hier Pokal. Ja, sieht aus wie eine Vase. Erdbeere oder Kirsche, groß allerdings. Dann haben wir hier, das ist auch ein Set gewesen. Ja, kann ich jetzt auch nicht erkennen, ob das für ein Hufeisen zu groß. Eine Schale kann es sein. Schauen wir mal, wenn es fertig ist. Dann haben wir hier einmal Geschenk. Und last but not least ein Büchlein. Also das sind 2, 4, 6, 8, 10 Stück. Die Links schreibe ich euch natürlich wieder in die Infobeschreibung. Ich finde die Schlüsselanhänger-Sets ja immer toll. Preislich super. Und wie gesagt, es gibt so viele grüne, pinke. Ich konnte mich nicht entscheiden. Bunte, dann zu Weihnachten wieder welche. Aber das mache ich mir vielleicht im nächsten Jahr. So, dann haben wir hier. Kann man immer schlecht aufreißen. So, da haben wir hier. Aha, tada. Da sieht man erstmal gar nichts. Glöckchen, Schlüsselanhänger. Und was soll ich sagen? Ich mache euch das mal so. Und zwar ist das ein
Geburtstagsgeschenk, was ich gerne fertig machen würde. Das gibt es von jedem Verein. Gerne mal reinschauen. Auch beidseitig finde ich natürlich auch richtig, richtig toll. Klasse, wirklich klasse, richtig toll, stabil, farblich, genau, richtig, finde ich mega. Also das ist einmal ein Geschenk, was ich fertig machen möchte, mir ausgesucht habe. Und genau wie das ist ein Geschenk, das ist ja wieder ein Bild. Ich bin ja nicht so für Bilder, ihr wisst ja, meine Augen machen das nicht mehr so mit. Deshalb, Schlüsselanhänger ist prima, Bilder, bisschen schwierig, deshalb ist das auch ein Geschenk für mein Kind. Die kann das selber machen. Und zwar ist das, da gibt es auch mega viele verschiedene von. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Da. Na. Stimmt, habt ihr das erkannt? Das ist ein Harry Potter. Wie gesagt, das geht an mein Kind, das kann es selber machen. Für mich viel zu groß, viel zu klein, viel zu schwarz. Aber egal, habe ich mir ausgesucht. Ich fand das recht schön. Und wie gesagt, zwei Geschenke habe ich schon mal. Schlüsselanhänger natürlich für mich. Und natürlich immer so als kleines Mitbringsel mache ich das. Mit Namen mache ich das, wisst ihr ja. Ja, das waren die vier Sets, die ich mir ausgesucht habe, aussuchen durfte. Wie gesagt, www.newcraft.com mit Marions 10 gibt es 10%. Schaut gerne in den Shop rein. Ich verlinke euch alles in die Infobox. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns die Woche. Tschüss, eure Marion.